Wir sehen ja, dass Menschen, die noch vor 5 Jahren den Pazifismus wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben, heute die größten Kriegstreiber sind. Wir leben in der Endzeit. Nichts anderes erleben wir jetzt. Dass die gesamte Politik plötzlich auf Krieg eingestellt ist. Der führende CDU-Außenpolitiker will Moskau bombardieren. Die Bundesbildungsministerin, die kein Mensch dieser Erde kennt, will jetzt, dass die Schulen kriegstüchtig machen. Und wir können nur jeden Tag beten, dass Gott uns davor bewahrt, in einen Krieg reingezogen zu werden. Denn dann ziehen wir auf jeden Fall den Kürzeren. Jetzt müssen Sie Frau Flak Rheinmetall oder Claudia Roth an die Grenze stellen, dass die Russen vor Schreck nicht kommen.